Hallo meine lieben PES-Freunde, schön, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem weiteren Video von Chris Cross auf eurem Lieblings-PES-Kanal. Was geht ab bei euch? Schön, dass ihr wieder dabei seid hier am Sonntagabend. Ich habe ein neues Video aufgenommen und zwar geht es darum, dass ich nach meinem letzten Friday Night Stream noch drei Games gemacht habe. Die wollte ich euch gerne zeigen, wie sie ausgegangen sind, wie es für mich gelaufen ist. Ihr könnt es schon im Thumbnail nehmen, dass ich die 900 Punkte wieder geknackt habe, aber den Weg dahin und wer meine Gegner waren, das ist das Interessanteste, Leute. Ja, im dritten Spiel bin ich auf PES Monster getroffen, bekannter Twitch-Livestreamer. Und ob das so ein faires Game war oder was er sich da erlaubt hat, was er sich geleistet hat, zieht es euch am besten selber rein. Ich habe nebenbei seinen Twitch-Kanal geguckt und so ja, seine Kommentare ja, mitbekommen. Aber dazu später mehr, Leute. Viel Spaß bei diesem Video. So, meine lieben PES-Freunde, wir gehen ins Game rein. 741er Gegner, Royal Blue D-Town, ja, aus Düsseldorf. Das war mein erster Gegner und wir schauen auch gleich mal rein. Also meine Form ging auf jeden Fall klar. Simeone, Pfeil nach oben, Alex Telles unten auch, Barrios rechts unten. Ja, Barrios, Leute, lasse ich jetzt immer rechts hinten spielen. Das gefällt mir richtig gut. Und ja, wir schauen mal, wie das Spiel so gelaufen ist, wie das anfing. Ja, Robert Firmino mit 92 mittlerweile in meinem Team, gefällt mir richtig gut. Hier setzt er auch gleich nach, macht Druck auf den Verteidiger. Sané kommt dazu, erkämpfen sich den Ball gemeinsam. Firmino mit Abschluss, einfach mal schießen, gar nicht so verkehrt. Ja, Ronaldo setzt nach, zack, Ronaldo hat den Ball, da ist Firmino da. Und es stand 1:0. Habe ich mega gefeiert. So kann man ein Spiel beginnen. Das fand ich sehr, sehr nice. Ja, dann ging es weiter. Beckham hier in der Mitte mit einem guten Einsatz. Zack, Beckham mit einem Traumpass auf Firmino. 2:0, meine lieben PES-Freunde. Aber dass der Ball da durchgeht, unfassbar durch die Lücke, passiert nicht oft. So. Barrios auf rechts hinten, wie gesagt, neu im Game, wieder Firmino am Start, legt den Ball quer und wer macht es? Savic mit A-Form mittlerweile auch gesetzt fast bei mir, er macht das Ding. Ja, dann stand es zur Halbzeit 3:0, meine lieben PES-Freunde, war total ungewohnt und es ging genauso furios weiter. Pass in die Mitte von Sané und... ja, Simone ist es, glaube ich, der legt nochmal quer auf Ronaldo. 4:0, wer hätte das gedacht? Unfassbar. Und wir sind schon wieder am Anlaufen. Ich habe es natürlich für euch ein wenig zusammengeschnitten, Leute. Das war nochmal eine Traumkombination und Ronaldo macht ihn rein. Was für ein schönes Ding. Könnt ihr euch in der Wiederholung vielleicht nochmal anschauen bzw. zurückspulen. Das war eins meiner besten Kombinationen, die ich bisher hatte. Auch nochmal traumhaft mit Sané, der jetzt mittlerweile immer öfter über rechts kommt, damit er nach innen ziehen kann und mit der, ja, mit dem Schlenzer ins lange Eck da zum 6:0, damit er das auch öfter mal machen kann. Da schicke ich ihn schon wieder auf die Reise. Was für ein absolut geniales Spiel von Sané. Ja, nochmal nice hier, schöner Pass auf Ronaldo. Ronaldo muss ihn schon machen, aber Savic ist echt gut für Abpraller. Und dann gewinne ich das erste Spiel, meine lieben PES-Freunde, 7:0. Ja, 7:0, meine lieben PES-Freunde, richtig nice. Ja, habe ich voll abgefeiert. Ja, so kann es laufen, oder? Also man merkt es schon irgendwie am Anfang des Spiels. Ja, die Spieler bewegen sich geil, es läuft gut. Verbindungsqualität ist top, kein Button-Delay. Ja, das war im anderen Spiel, also im darauffolgenden Spiel, schon wieder anders. Aber seht selbst, meine lieben PES-Freunde. So, wir sind schon im nächsten Spiel, 525er Gegner, hier ich mittlerweile mit 881er Bewertung, 168 Wochenpunkten, hab die letzten Games keins verloren, brauche auf jeden Fall jetzt den vierten Sieg in Folge. Ja, mein Stürmer Simeone leider nicht gut drauf, dafür ja, gucke ich mal, was sich da bewegt. Ronaldo natürlich mit Pfeil nach oben, ich glaube, ich habe dann den Aspas auch nach vorne reingebracht. Nee, ich habe Firmino sogar spielen lassen.
Ich habe es nicht mehr ganz in Erinnerung, aber auch geil. So, gegen Barcelona. Ja, das war ein Game, meine lieben PES-Freunde, wo ich sagen muss, ich habe es beschrieben, wie diese Spiele laufen, wo sich die Spieler so schwer anfühlen. Im Nachhinein werde ich dazu nochmal was erzählen. Ja, die erste Halbzeit war eine Nullnummer, deswegen der Cut. Ja, erste Halbzeit 0-0. Ja, ich musste reagieren, ich musste was machen. Mir ist nichts eingefallen. Ich spiele gegen einen 500er und ja, hab mich echt sehr, sehr schwer getan. Genau, dann ging es auch schon weiter in die zweite Hälfte. So, auch für mich neue Leute, dass ich mal im Nachhinein ein Spiel kommentiere, aber ich finde es auch ganz witzig, ehrlich gesagt, da so ein bisschen was zu erzählen. Ziehe ich einer meiner Lieblingsspieler momentan hier, Beckham, mit einem Fehler. Sokratis gewinnt den Ball. So, da ein schöner Pass auf Savic. Ah, wird nicht gut geklärt und ich mach das Ding. So sieht's aus, meine lieben PES-Freunde. Da war ein kleiner Sprung jetzt drin, aber macht nichts. Das war das 0-1. Ja, dann ging's rasant weiter. Schöner Aufbau hier über Alex Telles, über die linke Seite. Ronaldo geht steil, setzt sich gut durch. Zack. Ja, leider wieder ein Abpraller-Tor. Also zwei bittere Dinger, muss man sagen, für ihn im Endeffekt. Aber macht nichts. 2-0-Führung für mich habe ich komplett dann in dem Sinne abgefeiert. Ja, wieder eine Kombination. Ronaldo mittlerweile drin im Game. Hier schön auf Mbappé, auf Außen, auf Simone, den ich dann auch auf Außen gestellt habe. Mit seiner Schnelligkeit auch immer wunderbar. Ronaldo legt nochmal quer das Auge für Ronaldo. Und der macht das Ding rein. Das lief wie am Schnürchen. 3-0 im zweiten Game. So muss es aussehen gegen einen, der auch von der Bewertung viel schlechter ist. Dann habe ich nochmal gepennt. Aber warum nicht? So ein schöner Ehrentreffer von ihm. Herzlichen Glückwunsch nochmal für das geile Tor. 3-1 zum Ende hin. Ja, und so lief das zweite Spiel. Genau, da haben wir nochmal die Points dazu bekommen. Und ja, ich habe 884 Points. Ja, 3-1 Sieg, mein lieben PES-Freunde. Das war nice. Zum Schluss ein bisschen unaufmerksam. Aber im Spiel echt Probleme gehabt. Ja, das Spiel hat sich nochmal ganz anders angefühlt. Das war ein 500er Gegner. Und ja, es kommt mir einfach immer so vor, Leute, dass bei diesen Spielen, wie soll man es beschreiben? Also, dass sich die Spieler so schwer anfühlen, dass sie sich so langsamer drehen, dass die Pässe nicht mehr so gut ankommen, dass man sich absolut nochmal mehr konzentrieren muss und ja, es sich so ein bisschen anfühlt, als ob der Teamgeist insgesamt nicht so stark gemacht ist. Also, Teamgeist ist ja normalerweise, wenn man ihn hochpusht, auf 99 und gegen sehr viel schwächere Gegner kommt es mir immer so vor, als ob der Teamgeist nicht bei 99 ist. Es ist halt, wie gesagt, gefühlt so. aber nicht sichtbar. Ja, wenn ihr wisst, was ich meine, Leute. Ja, meine lieben PES-Freunde, jetzt kommen wir zum dritten Game. Das war gegen PES-Monster. Ich habe es absolut gefeiert, als ich diesen Namen da gelesen habe bei der Spielersuche. Weil ich wusste, dass er live ist. Ich hatte vorhin durch Zufall mal auf seinen Twitch-Kanal geschaut. Und ich wusste, dass ich jetzt live drauf bin. Ja, ich selber leider nicht im Stream. Das wäre noch geiler gewesen. Aber ich wusste, ich bin live und muss jetzt alles geben. Ja, und bin dann auch mal zwischendurch auf seinen Twitch-Kanal gegangen, um zu gucken, natürlich, was er da so zu erzählt. Ob er mich überhaupt kennt. Ja, konnte seine Aufstellung natürlich sehen mit seiner Form, was ein Vorteil auch vielleicht so ein bisschen für mich war. Aber ich muss echt sagen, ich bin enttäuscht. Ich hatte schon ein paar Mal Kontakt mit ihm, habe auch ein paar Videos kommentiert, beziehungsweise im Livestream mich bemerkbar gemacht. Schöne Grüße gehen raus an meinen PES-Streaming-Kollegen und so weiter. Er so mal, ja, Cross, alles klar und so. Keine Ahnung, im Stream hat er dann so getan, als ob er mich dann überhaupt nicht kennt, Leute. Und das fand ich schon so ein bisschen unfair. Ich bin schon dafür, dass man, sage ich mal, unsere PES-Szene ist ganz klein. Ich bin schon dafür, dass man sich miteinander gut versteht, dass man sich nicht als Konkurrenten sieht, ja, sondern dass man da einfach miteinander harmoniert. Und so kam mir das halt überhaupt nicht vor. Und auch, was er so im Spiel abgezogen hat, das werde ich gleich nochmal kommentieren, Leute. Aber seht selbst, seid gespannt, wie das Spiel ausgegangen ist. Und ja, haut rein!
Und wir gehen jetzt rein, Leute, weil ich will auch da meine Meinung gerne zu loswerden. Als ich diesen Namen gelesen habe, wie gesagt, PES-Monster, ja, jetzt kommt's drauf an. Er ist live auf Twitch. Ich darf gegen ihn spielen. Und ja, ich habe es mega abgefeiert und habe natürlich auf gute Form gehofft. Ja, wir gehen nochmal in die Strategie jetzt hier rein. Für mich dann auch mal spannend zu sehen, als ich dann auf so meinen Twitch-Kanal geschaut habe, wie ich so rüberkomme, wie meine Mannschaft eigentlich aussieht, weil ich habe ja immer diese Sicht. Das war auch immer ganz interessant, was ich dann für Trikots oder für ein Aussehen habe bei anderen. Ich konnte ja seine Form in dem Sinne auf Twitch sehen, er meine nicht, und er hat auch nicht gesehen, dass Simeone gut drauf ist. Eigentlich eine super Form gehabt, Ronaldo mit Pfeil nach oben. Hinten die Abwehr könnte besser sein. Ich habe auch herausbekommen durch das Schauen seiner Form, dass seine Stürmer Ronaldo und Keane vorne grün waren, also Pfeil nach oben hatten. Ja, und so habe ich meine Aufstellung gemacht. Ich hatte Barrios hinten rechts und habe Naldo reingestellt. Naldo natürlich mit der Absicht, Ronaldo zu decken. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Naldo immer sehr, sehr gut gegen Ronaldo spielt. Ja. Ich habe mich hier für Schwarmbildung und tiefe Abwehrreihe entschieden. Genau. Um es in der Mitte eng zu machen, wenn jemand mit drei Spitzen kommt, dann stelle ich Schwarmbildung aus. Wenn jemand ohne Konter spielt, sondern noch Ballbesitz, dann mache ich auch tiefe Abwehrreihe aus, weil dann bringt es nichts. Ich will mich nur absichern, falls jemand auf Konter spielt. Mit diesen Einstellungen fahre ich eigentlich insgesamt ziemlich gut. So, ich wollte Simeone noch nicht von Anfang an bringen. Ich habe Agüero vorne reingestellt. Ronaldo über links kann er auch spielen. Genau. Habe ich doch noch was geändert in der Einstellung? Weiß ich gar nicht. Gucken wir mal. Ich meine nicht. Auf jeden Fall, ey, war es krass, ne? Ich wusste, ich bin live bei ihm auf seinem Twitch-Kanal und mein Herz ging so. Ich habe schon gespürt, ich war nervös. Ich war nebenbei in der Party mit CJP und dann ging das Spiel los. Ich konnte mir noch aussuchen, wo wir spielen. Habe ich dann im Endeffekt, glaube ich, wie man sieht, nichts anderes ausgewählt. Ja. Dann ging es los, meine Festfreunde. Die Nervosität stieg von Sekunde zu Sekunde. Ja, ich war aufgeregt. Obwohl ich selber Livestreamer bin, ist es trotzdem was Besonderes, wenn, ja, wenn man selber in einem Livestream zum Zuge kommt. Noch geiler wäre es, wie gesagt, gewesen, wenn ich auch am Stream gewesen wäre und wir beide gleichzeitig am Stream wären und ja, unsere Zuschauer hätten es bestimmt abgefeiert. So, zum Spiel. Ich habe versucht, einfach mal einen Stiefel runterzuspielen, so wie ich es immer mache, mit viel, viel Ballsicherheit, mit kurzen Bewegungen, nicht so viel auf der Sprint-Taste zu sein. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare hauen, wie ihr dieses Spiel, vor allem dieses Spiel, bewertet. Das würde mich mal interessieren. Ich denke, ich habe mein normales Spiel durchgezogen. Was er dann im Endeffekt gemacht hat, wenn er Ballbesitz hatte, fand ich jetzt nicht so fair. Mal gucken, wie es hier rüberkommt. Auf jeden Fall hat es sich nicht so angefühlt. Ja, im Stream von ihm fand ich es dann halt auch ein bisschen blöd von ihm oder unfair, ja, was er so über mich, boah, blöder Pass hier außen, dass er dem nicht nachgeht, ja, was er so über mich abgelassen hat, von wegen, in die PES-Szene ist nicht ganz so groß und wenn man mal auf YouTube schaut, bin ich da auch präsent, dann so von wegen zu äußern, ja, er kennt mich gar nicht und so weiter. Ich war schon ein paar Mal bei ihm im Stream, hab kommentiert, also ja, Cross, alles klar bei dir und so weiter. Hab ihn letztens auch gegrüßt bei den PES League Finals. Viele Grüße an meinen Streaming-Kollegen und so weiter. Ja, Dankeschön, viele Grüße gehen auch zurück und so. Und dann in seinem Stream zu erwähnen, er kennt mich nicht, fand ich schon ein bisschen bitter. Ja, keine coole Aktion. So, Barrios ist am Ball. Wir haben hier das ganze Live-Spiel am Start. Mbappé auf Agüero. Am Anfang habe ich mich schon doch sehr schwer getan mit den Pässen. Ja, und kam nicht so richtig rein. Das war schon sehr, sehr aufregend. So, hier habe ich dann nochmal Naldo mit nach vorne geholt, weil ich mir natürlich Hoffnung gemacht habe, dass Naldo da auch ein Ding verlängert. Also für alle, die es nicht wissen, ihr könnt auch Leute aus der Abwehr mit bei der Ecke nach vorne schicken. Geht das einfach aus unter Angriffunterstützung und dann läuft er jetzt, ihr seht es links, wähle ich ihn aus, dann läuft er jetzt auf den 5-Meter-Raum. Hat leider nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Da kommt er gut davor. So, Savic nochmal am Ball.
Savic auf Naldo. Was macht Naldo? Er legt sogar gut ab. Da Ronaldo aus der Drehung kann klappen, aber leider verzogen. Und das meine ich jetzt, Leute. Zieht's euch rein. Zieht's euch rein. PES-Monster. Ja, selber mit 3 Siegen in Folge. Geht nicht auf den 4. Sieg. Und will mich in dem Sinne ärgern. Spielt den Ball hinten rum. Und das in der 12. Minute. Bleibt stehen mit dem Ball. Und so weiter. Ja, versucht nichts nach vorne, lässt den Ball hinten rumlaufen und dachte ich mir auch so, meine Güte, hast du es nötig, mein Freund. Fand ich schon ziemlich ärgerlich, fand ich echt provozierend auch und da könnt ihr mal was dazu sagen. Also ich achte in meinen Streams darauf, dass ich Unterhaltung biete und dass ich nicht auf so eine unfaire Art und Weise spiele. Dass ich es vor allem so provoziere, dass ich mit dem Ball halt stehen bleibe, abwarte und so weiter. Ich meine, Taktik kann es manchmal sein, aber hier seht ihr das auch nach vorne. Ja, für mich echt kein guter Gegner gewesen oder kein spielerisch guter Mann. Könnt ihr auch selbst bewerten. Ich finde es halt ziemlich schwach und feige, seine Spielweise hier gegen mich. Da nochmal abzudrehen zum Beispiel jetzt. Da nochmal nach hinten den Ball zu geben. Also absolut lächerlich. Ich weiß nicht, wer sich sowas anguckt. Und das in einem Livestream. Fast schon erbärmlich. Tut mir leid, wenn ich jetzt so negativ über dich spreche, solltest du dieses Video mal sehen. Aber das war echt, wie ich es auch bei Insta reingestellt habe, Angsthasenfußball hoch 10. Und vor allem, wenn ich selber seit 5 Spielen wie du nicht verloren habe, dann habe ich nicht nötig, so eine Spielweise an den Tag zu legen. Wenn es die Taktik ist und man dann nach vorne kommt und dann ein Tor macht, glücklich, okay. Aber das war absolut nix. Und wir schauen mal, wie es weiterging. Er hat es im Stream so erwähnt, dass er auch gesagt hat, also er hat einen englischsprachigen Stream und er hat auch erwähnt, dass ich auf einer 5-Win-Streak-Serie bin. Ja, dass mein 5. Spiel ist, ich unbedingt gewinnen muss. Er will mich kommen lassen in dem Sinne. Und hat das als Taktik begründet. Ich habe es einfach nur als feige und unfair angesehen. Und ja, tut mir leid, dass er jetzt auch so ein Fett wegkriegt. Ich denke zu Recht. Ich habe ganz normal nach vorne gespielt. Ja, kam hier nicht so richtig durch. Da auch nochmal das Abdrehen von ihm nach hinten sieht man ganz gut. Ja. Provozierende Spielweise, da wieder mit dem Ballverlust. Man sieht einfach, es bringt nichts. Also wenn ich doch schon so spiele, dann muss ich es auch drauf haben, den Ball zu halten. Und nicht so, wie er es gemacht hat. Aber bewertet das gerne selbst, Leute. Ich lasse mich hier gerne darüber aus, weil ich glaube, ich mir das auch leisten kann, meine lieben PES-Freunde. So, wir haben mittlerweile die 31. Minute, 0-0 Geplänkel. Ja, beide, denke ich, nervös, weil er doch ganz genau wusste, gegen wen er spielt, meiner Meinung nach. Ja, so unbekannt bin ich mittlerweile auf YouTube ja nicht, ohne jetzt angeben zu wollen. Und dann ging Ronaldo nochmal steil auf der linken Seite, nicht einholbar. Er zieht in die Mitte, zack, Ball wird abgewehrt. Savic ist nochmal da, Mbappé und man sieht es. Ich komme einfach nicht durch. Ich komme einfach nicht durch. Ich spiele bis zum 16er gut durch. Habe auch mehr Ballbesitz gehabt. Eher ganz, ganz tief hinten rein auf Konter. Und war aber auch nicht damit nicht erfolgreich. Da Naldo läuft wieder einen ganz, ganz wichtigen Ball ab. Hat ein unfassbares Spiel gemacht. Savic mit A-Form. Agüero, ganz gute erste Halbzeit von ihm. Hat mir gefallen. Hat nichts kaputt gemacht. Da, zack. Und da muss es eigentlich schon sein, das 1-0. Schade, den lege ich in die lange Ecke. Einfach schade. Da, Naldo, wieder dran. Zack, Becks. Oh, blöder Ballverlust. Kann schief gehen, sowas. Alex Telles, ja, mit einem guten Spiel. Ja, wirklich mit A-Form. Absolut gebrauchbar. So, es war, wie gesagt, eine langweilige erste Halbzeit mit wenig Aktionen vor dem Tor. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Hier nochmal eine gute Chance von ihm. Da verzieht er aber knapp. Ja. So, nochmal Eckball kurz vor der Halbzeit. Naldo ziehe ich ganz weit raus, gibt nochmal Ecke. Also er hat die Ecken immer kurz ausgeführt. So, da war ich aber dann drauf gefasst. Ich gehe mit Mbappé mit. Und
Aldo klebt an Cristiano, weil ich da Cristiano auch in Manndeckung gestellt habe. Mache ich nicht so oft, aber wenn Cristiano spielt, lasse ich den immer von Naldo decken. Da Naldo wieder mit einem absolut geilen Ball gewinnen. Genau. So, da kam ich nochmal in Bedrängnis. Ja, Ende der ersten Halbzeit. Das muss es eigentlich auch schon gewesen sein. Nein, wir gehen, glaube ich, sogar in der ersten Halbzeit in Führung. Geiler Pass auf Tschüss. Da läuft Mbappé. Zack, 1:0 für Chris Cross. Mega, mega nice. Ich habe so abgefeiert. Ich saß hier wirklich in der Party mit CJP und wir haben hier sowas von gefeiert. Gegen PES Monster in seinem Stream zeigt Chris Cross einfach, dass er seine konsequente Spielweise belohnt wird. 1:0 gehe ich in die Halbzeit rein, meine lieben PES-Freunde. In der Halbzeit sieht man Agüero platt, komplett platt, hat viel getan. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich hatte leider in diesem entscheidenden Spiel Ter Stegen auf Normalform. Und schon ging es dann weiter, meine lieben PES-Freunde. Ach so, nee, jetzt kam erst der Halbzeitpfiff, sorry. Also, man sieht eigentlich so von den Schüssen aufs Tor, ja, ausgeglichen. Wie gesagt, ziemlich, ziemlich ausgeglichenes Spiel, nachher auch von der Statistik her. Trotzdem in der ersten Halbzeit gerade, was das am Anfang da war mit dem, ich lass ihn mal kommen, ging nicht so ganz auf für das PES-Monster. So, wer kommt vorne rein? Simeone, Leute, mit A-Form. Und Wijnaldum habe ich auch dazu genommen für Savic mit Pfeil nach oben. Ja, ich muss schon sagen, Mittelfeld und vorne war ich in diesem Spiel gut besetzt. Also alles wunderbar. Er hat umgestellt auf 4-1-3-2. Und genau. Und ich war dann gespannt, wie die zweite Halbzeit ablaufen würde. Kriegen wir nochmal das 1-1? Wird es nochmal spannend? Bleibt dran, meine PES-Freunde. Dann gibt es die Auflösung. So, wir gehen weiter rein. Er braucht auch nicht so lange. Und dann ging es weiter. So, langsamer Spielaufbau. Ich wusste natürlich jetzt, er muss kommen. Musste mehr riskieren. Er musste was tun. Er konnte nicht mehr nach hinten einfach nur den Ball laufen lassen. Was habe ich gemacht? Ich habe den Ball gehalten. Also, was er kann, kann ich besser. Und das ist einfach das Problem. Ich habe ihn auch mal gezeigt, wie das denn ist, wenn man den Ball hält und wie nervig das sein kann. Ja, das habe ich jetzt nicht das ganze Spiel durchgezogen, Leute, aber ich wollte ihm einfach darauf aufmerksam machen, ist das denn so cool, was du hier abziehst? Und habe das Gleiche mit ihm auch gemacht. Ja, und dann muss man ehrlicherweise sagen, bei diesem Spielstand kann ich mir das auch erlauben. Ja, kann ich mir das auch erlauben. Ich denke, das ist dann Taktik und kein, wie er sagt oder wie er sagte, von wegen, wir machen seine Winstreak-Row jetzt kaputt. Und ja, spielen jetzt in dem Sinne erstmal ein bisschen provozierend. Er muss ja kommen. Das fand ich, wie gesagt, echt unter aller Sau. So, wir haben weitergezockt. Wir haben geguckt, wo die freien Räume sind. Hier, da, zack, nach hinten. Da habe ich ihn nochmal geschickt jetzt. Leider war der Ball dann ein bisschen zu lang auf Mbappé. Verstehe ich auch nicht. Marius hat anscheinend nicht den besten langen Ball gehabt. So, ja, hinten rum. Mit Roberto Carlos auf der linken Seite. Macht auch nicht viel, ist auch nicht viel auf der Schnelllaufen-Taste. Guckt, wo sich die Lücke bietet. Ja, aber da Becks wieder mit einem richtig geilen Game. Zack. Ah, schade, da hängen geblieben. Und Barrios hinten rum. Ich lasse ihn kommen. Ich spiele ganz geschmeidig, wie ich es auch sonst mache bei 1-0-Führung. Da ein schlechter Pass. Aber Alex Telles geht wieder nach vorne steil und wir spielen auf das 2:0, meine lieben PES-Freunde. Barrios mit einer guten Aktion hier. Zack, ein bisschen Glück gehabt da vorne, dass ich den Ball behalte. Und ich musste halt echt aufpassen, dass er keine Konter bringt. Aber da wieder Naldo, merkt man, er klebt an Ronaldo dran. Ronaldo keine Kopfballchance da in dem Sinne. Und ja, so lief das Game. Ich natürlich mit langsamem Aufbau. Da wieder kam ich immer wieder über außen gut dran. Wollte ich ihn eigentlich schicken, wäre abseits gewesen. Und der Ball im Aus. So, man sieht einfach,
glaube ich, wenn man das ganze Game auch betrachtet, wer die bessere Spielanlage hat. Also nach vorne von ihm echt wirklich schwach. Klärungsversuche, kein guter Aufbau, keine geplanten Aktionen. Hier läuft er mit Messi durch das ganze Mittelfeld, ganze Spielfeld hier. Also wie gesagt, ich war ziemlich zufrieden mit dem ganzen Game, habe wenig zugelassen an Torchancen und konnte immer wieder Nadelstiche setzen. Genauso wie hier nach rechts außen mit Mbappé. Da Mbappé schneller, setzt sich geil durch, zieht nach innen, Leute. Wird aber absolut sensationell da abgegrätscht. Also wenn das nicht wäre, wer weiß, ob das nicht ein Tor geworden wäre. Da falsche Entscheidung mit Ziyech genommen. Ja, und so war es einfach ein sehr, sehr spannendes Game. Fürs Spiel war es natürlich optimal, ja, dass ich das 1-0 gemacht habe. Dann musste er aus seiner Reserve kommen. Er wollte ja nicht verlieren. Hier, ja, wie auch in der ersten Halbzeit, ein zu weiter Ball und ab ins Aus. Genau, 75. Minute 1-0 bin ich nochmal in die Taktikeinstellung gegangen. Sehe ich ziemlich kaputt. Beckham auch nicht mehr viel. Ich konnte nur einmal wechseln. Ja, habe mich dann entschieden, einfach offensiv was zu tun. Warum hinten dicht? Sondern Aspas auf rechts gebracht und nochmal auf 2-0 gehen. Ja, meine Pestfreunde, Viertelstunde müssten wir noch überstehen. Mal gucken, ob wir das geschafft haben. So, er hat Messi und Mbappé rausgenommen, bringt da neue Kräfte rein. Ich weiß gar nicht, wer es jetzt war, ob es Di Maria war, habe ich jetzt nicht gesehen, wen er gebracht hat. Auf jeden Fall ist dann weiter ich mit Abstoß auf Ronaldo. Ich dachte mir, der muss den noch locker kriegen. Zack, hatte er auch, aber dummer Ballverlust in dem Moment. Ja, und so wurde es dann doch nicht mehr gefährlich. Ja, wieder Ball auf Außen, schön Aspas am Starter. Mal gucken, ob er was gerissen hat. Ja, da geht er steil und ich sehe ihn auch. Aspas natürlich mit Pfeil nach oben. Was passiert? Er setzt sich geil durch, zieht den Sprint an. Da warte ich, werde langsam, steck ihn durch auf Tschisch und Simone macht das Ding, das ist so nice. Ich hab's so abgefeiert. 2-0, meine lieben PES-Freunde. Sowas von nice. Mein Simeone entscheidet dieses Game. 2-0. Ja, schöne Grüße gehen raus von Simeone an PES-Monster. Was ein Game. Ich hab's absolut gefeiert. Genau, da setzt er sich nochmal durch, wird langsam. Das hat er extra nochmal laufen lassen wegen dieser Ping-Pong-Aktion zwischen den beiden Verteidigern. Pech gehabt, ja. Provozierende Spielweise wird bestraft in dem Sinne. Und da verliert er auch gleich wieder den Ball. Und wir schicken Aspas wieder auf die Reise. 81. Minute. Da wollte ich nochmal durch. Leider eine zu kurze Flanke auf Ronaldo. Und wir machen schon wieder Druck. Also nicht zurückziehen, einfach weiter draufgegangen. Was war da los? Jetzt wusste ich ab dem Zeitpunkt, das kannst du eigentlich nicht mehr verlieren. 2-0 in 5 Minuten, das lasse ich mir nicht mehr leben. So, ganz, ganz schlechte aus der Drehung, ganz, ganz schlechte Aktion von ihm dann. Total nervös gewesen insgesamt in der zweiten Halbzeit. Nervöses Spiel von ihm, da auch ein schlechter Pass wieder in die Mitte. Ja. Ich würde sagen, souveränes Spiel, souveränes Auftreten meiner Mannschaft. Bin absolut zufrieden. Simeone da nochmal mit einem geilen Ballgewinn auf Außen. Klappt der Ball da nicht ganz. So, Ronaldo geht nochmal rein. Was für eine Ballannahme. Ganz komisch, dass man hier den Ball verliert. Aber 2-0, das Game ist zu Ende, meine lieben PES-Freunde. Ich besiege PES-Monster. Ja, ich besiege PES-Monster in seinem Livestream. Und ja, schöne Grüße gehen an dieser Stelle. Nochmal raus. Ja, es war einfach zu nice. Ich hab's gefeiert. Und ja, das war's dann auch schon, meine lieben PES-Freunde. 2-0 volle Spielzeit. Das war mein dritter Sieg dann in Folge. Ich war gespannt. Ja, insgesamt hatte ich dann 5 Siege. Ich war gespannt, wie viele bekomme ich dazu? Wie viel brauche ich noch zu den 900 Punkten? Und war natürlich dann sehr, sehr überrascht, als ich Folgendes gesehen habe.
904 Punkte bekomme, 20 für die 5er-Streak gegen PES-Monster R8 nach unten, nach 3 Siegen und 2 Unentschieden, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, ich war so glücklich an dem Abend und habe die 900 Punkte wieder geknackt. Absolut sensationell und absolut nice. Es war einfach genial. Und ja, so lief das Game, meine lieben PES-Freunde. Danke, dass ihr zugeschaut habt hier. Ich werde jetzt noch mal einmal in die Vollbildeinstellung gehen. Bis gleich. Ciao, Sen. Ja, meine PES-Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten hier am Sonntagabend. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, wenn euch das Spaß macht, dass ich ein paar Spiele kommentiere oder euch insgesamt auch dieses Video einfach gut gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen oben da. Das unterstützt mich und auch gerne ein kostenloses Abo an alle, die mich noch nicht kennen. Damit unterstützt ihr mich und das PES-Projekt. Ja, danke an alle neuen Follower. Ihr seid herzlich willkommen auf meinem Kanal. Also macht's gut, einen wunderschönen guten Abend noch und bis zum nächsten Video oder Livestream. Meine PES-Freunde, haut rein, selben. Ciao.